1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, Freunde und Freundinnen, ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, die diese Woche ein bisschen später anfängt, weil wir ja ab diese Woche auch samstags im Fernsehen zu sehen sind. Also schön, dass ihr da seid. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Freie Themennacht, also meine obligatorische Frage an euch. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt live im Radio und im Fernsehen zu unterhalten? Die Frage stelle ich mal gleich keck und flink an Tanja. Tanja ist 33 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, es geht darum, dass ich am Freitag die Sendung gesehen habe. Ja. Und kurz bevor die zu Ende gegangen ist, hat eine Mutter angerufen, der ihre Tochter Verbrennung hatte. Ja. Und eigentlich wollte ich nur wissen, was sich daraus ergeben hatte. Da sagte aber dein Kollege, dass da noch nichts weiter besprochen wurde. Ja. Und ob ich auch was zu dem Thema zu sagen hatte. Und ich habe Verbrennungen im Mai davon getragen. Ja. Ich habe mir eine Zigarette angesteckt. Dann ist aus dem Feuerzeug, das war ein Einwegfeuerzeug, eine Stichflamme rausgekommen. Mhm. Ich hatte relativ lange Haare. Mhm. Die Haare haben also Feuer gefangen. Mhm. Und ich hatte eine Nylon-Regenjacke an. Also, oh weia, ja, das ist natürlich... Das will ich jetzt nicht sagen, aber Kunststoff eben. Ja, so Nylon natürlich, sag mir was. Das, ja, ja. Ich ahne schon, dass das sofort entflammt war. So ist das. Ja. Und das ging auch riesenschnell. Das heißt, die Haare haben sofort gebrannt und diese Nylonjacke hat gebrannt. Ja, ja. Und die Nylonjacke, das war halt auch das Verhängnis, dass das halt so schnell in die Haut reingebrannt ist. Mhm. Also hätte ich jetzt eine Jeansjacke oder weiß ich auch nicht. Dann wäre das wahrscheinlich glimpflich abgegangen. Ja. Wo ist das passiert? In deiner Wohnung? Nee, das ist nach dem Einkaufen passiert. Wo? Also ich bin in der Stadt eben. Ach, in der Stadt, Ich bin einkaufen, naja, was heißt in der Stadt, das war ein Dorf, einkaufen gegangen und eigentlich ist es gar nicht meine Art, auf der Straße zu rauchen. Ja. Aber ich habe es aus irgendwelchen Gründen eben doch getan. Also plötzlich standst du auf der Straße und warst lichterloh am Brennen. Ja, aber es war kein Mensch weit und breit zu sehen. Also es war keiner da, der mir in dem Moment helfen konnte. Was hast du gemacht? Ja, erstmal habe ich mich hingesetzt, versucht die Flammen auszumachen, soweit ich mich daran noch erinnern kann. Und dann war ich ja halt oben. Wird man denn da nicht irre panisch, wenn der ganze Kopf brennt und die Jacke auch noch? Ja, doch, ne? Bist du. Ja, ne? Du sagst, ich habe mich hingesetzt, habe versucht, das auszumachen. Rennt man da nicht irgendwie wie? Nee, in dem Moment bist du ruhig. Also, ach so. Du bist zwar innerlich panisch, aber... Ist es dir gelungen? Reagierst du noch total rational. Also das ist, ja. Ist es dir gelungen, die Flammen zu löschen? Ja, ist mir gelungen. Ah ja. Und kam denn dann wenigstens bald Hilfe oder musstest du... Ja, dann bin ich mich noch, weil ich weiß gar nicht, wie viel Meter das war, 50 Meter oder 100 Meter weiter, war so ein kleiner Park, weil ich hatte ja den... dementsprechend auch obenrum gar nichts mehr an. Mhm. Hab dann halt meine Einkaufstasche mir halt so vor die Brust und dann in diesen Park rein, hab mich da erstmal auf den Rasen gesetzt. Weil alles und verbrannt war oben? Ja. Warst du quasi nackt? Oben rum? War ich quasi nackt, genau, ja. So ist das. Ja. Und hattest doch wahrscheinlich dann irre Schmerzen auch schon, ne? Oder? Nee, hatte ich nicht. Also ich kann mich an diese Schmerzen, kann ich mich wirklich nicht erinnern. Wann kam dann Hilfe? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da eine halbe Stunde saß oder fünf Stunden saß oder sechs Stunden saß. Mhm. Irgendwann kam dann da halt ein Mann vorbei und sagte, um Gottes Willen, was ist denn mit Ihnen passiert? Ich rufe erstmal Not. Also, und zudem habe ich noch gesagt, ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Ja, man steht wahrscheinlich dann so unter Schock, dass man auch die Schmerzen nicht spürt. Ne? Genau, so ist das. Mhm. Und bist dann in eine Klinik eingeliefert worden? Der hat dann erstmal den Notarzt angerufen. Mhm. Und von dem Moment an, als der eingetroffen ist, weiß ich nichts mehr. Ja. Wie schwer sind jetzt die Verbrennungen, die du dir hast zugezogen? Also, die gehen bis kurz unter die Brust. Mhm. Und die sind nach Aussagen der Ärzte zweiten bis dritten Grades. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass der dritte Grad wohl schon das heftigste überhaupt ist. Ja. Ist das ruhig? Ist ersten? Ja, genau. Ersten Grades ist noch relativ harmlos und zweiten, dritten ist es dann sehr schlimm. Wie ist es? Wie bist du im Gesicht betroffen? Ist die gesamte Gesichtshaut verbrannt? Nee, die gesamte nicht. Also das Gesicht, da habe ich noch relativ Glück gehabt. Mhm. Also es sind zwar auch Namen zu sehen, aber eben nicht so extrem, dass mich die Leute jetzt nicht mehr erkennen. Ja, das ist im Mai passiert. Das ist im Mai passiert. Jetzt haben wir Ende Oktober.
soweit ich weiß, sind solche Verletzungen sehr langwierig und das dauert auch lange, ehe das einigermaßen verheilt. Hast du noch sehr große Schmerzen im Moment? Naja, also ich habe Schmerzen, wenn ich mich bewege, also so eine Spannungsschmerzen, weil die Haut natürlich sich dementsprechend zusammenzieht. Mhm. Und also sobald ich halt meinen Kopf nach rechts oder links bewege, was mehr oder weniger gar nicht richtig möglich ist, ja, tut's eben weh. Der Hals ist sicher auch betroffen. Der Hals ist dolle betroffen, ja. Aber es ist ja mal alles nur die Frontseite, also. Mhm. Sind die Haare ganz verbrannt eigentlich? Sind die ganz weg gewesen? Die Haare, die waren ganz weg, ja. Wann haben die Schmerzen eingesetzt? Wann kannst du dich erinnern, dass es höllisch wehgetan hat? Nein, kann ich nicht. Gar nicht? Im Krankenhaus hat man die dann wahrscheinlich starke Schmerzmittel gegeben? Und also vom Krankenhaus, wie ich da angekommen bin, also die haben mir gesagt, die hätten dann nachher noch den Hubschrauber geholt, also ich wäre auch mit Hubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Davon weiß ich also nichts und im Krankenhaus oder im Hubschrauber oder im Krankenwagen, keine Ahnung, haben die mich ins künstliche Koma gelegt. Wie lange warst du im künstlichen Koma? 4 Wochen. Oh, 4 Wochen. Mhm. Und insgesamt, wie lange warst du im Krankenhaus? Im Krankenhaus von Mai bis Anfang August. Bis Ende August? Anfang August. Bis Anfang August. Mhm. Dann von Anfang August bis vor 3 Wochen in einer Reha-Klinik. Mhm. Also das heißt, ich bin von Mai bis vor 3 Wochen im Krankenhaus gewesen. Ja, das ist schon eine sehr lange und sehr schlimme Zeit vermutlich. Und Sonntag gehe ich wieder rein. Warum? Ja, weil die dann nochmal Hauttransplantation machen wollen. Ja, von wo wird die Haut transplantiert? Ja, vieles nicht mehr übrig. Also jetzt wohl von der rechten Rückenseite. Mhm. Kann man eigentlich so dann, was man nimmt Haut von der rechten Rückenseite, sagst du? Ja. Dann ist aber auf der rechten Rückenseite keine Haut mehr. Wie geht das denn dann? Die nehmen nur die, ich weiß nicht, die ersten Schichten weg. Ach so, und dann muss das dann auf dem Rücken auch wieder verheilen und das bedeutet, da hat man auch Schmerzen. Und das ist ja, klar. Mhm. Also das habe ich auch schon erlebt, als ich aus dem Koma aufgewacht bin, hatten die mir dann nochmal an der Brusthaut transplantiert, die haben sie mir vom Bein weggenommen. Mhm. Ja, dann hast du da auch Schmerzen, sicher. Als du dann aus dem künstlichen Koma erwacht bist, hat man dich dann so gut mit Schmerzmitteln versorgt, dass du nicht viel hast aushalten müssen? Ja, oder? Ja. Ja, also es waren dann, das war erträglich alles. Also das einzig Schlimme waren die täglichen Verbandswechsel, das war schon heftig. Wenn man, trotz Schmerzmittel. Ja, wenn man 4 Wochen im künstlichen Koma liegt, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann aufwacht? Kapiert man, wer man ist, wo man ist? Ja, das war eigentlich eine ganz heftige Aufwachung. Also ich denke auch, dass es lange gedauert hat. Mhm. Dass die einen langsam wieder zurückholen. Mhm. Und da hast du schon wilde Träume, also aber realistische Träume. Also du hast das Gefühl, du bist in dem Traum wirklich dabei. Also ich bin LKW gefahren, die haben mich mit einem Krankenbett zu irgendwelchen Hochzeiten genommen, was natürlich gar nicht stimmte, aber was ich eben hätte beschwören können. Also eine unangenehme, sehr unangenehme Phase, dieses Aufwachen aus dem Koma. Ja. Das ist ein sehr schlimmer Unfall, der dir passiert ist, Tanja. Was hat das jetzt für dich, so für dein persönliches Leben, für eine Wirkung, für eine Nachwirkung? Also dadurch habe ich auf jeden Fall erstmal meine Einstellung vom Leben selber geändert, weil also ein gesunder Mensch oder ich war vorher so, dass ich gesagt habe, oh Mensch, mal ein paar Kilo abnehmen oder das ist scheiße oder das ist scheiße. Und also ich sehe das heute alles ein bisschen anders, weil ich wäre auch wirklich bald dran gestorben. Ja, wahrscheinlich, wenn jemand wie du, der so etwas hinter sich hat, von diesem ganzen Schönheits-OP-Kram hört im Fernsehen, kann nur den Kopf schütteln, ne? So ist das. Ja, das glaube ich. Dann ist die Nase ein bisschen schief. Die Ärzte, die machen mir viel Hoffnung. Die sagen, die kriegen es einigermaßen wieder hin. Ja, in deinem Fall ist es ja nur wirklich sehr sinnvoll, das zu machen. Aber wenn bei dem einen ist die Nase ein bisschen zu dick und zu schief und da ist die Lippe zu schmal und weiß ich, das klingt dann ziemlich lächerlich, wenn man so einen schweren Unfall hinter sich hat, ne? Wie du. Ja, das stimmt. Na, ich meine, solange die Lust, das Geld dazu haben, sollen sie machen, was sie wollen. Ja. Also, nun ist das Ganze ja bei dir passiert durch Rauchen. Rauchst du wieder? Ja, ich rauche wieder. Du rauchst wieder? Ja, ich rauche wieder. Ich stecke mir die Zigarette zwar anders an, als ich es vorher gemacht habe. Also ich strecke den Arm erst aus, bevor ich das Feuerzeug zur Zigarette... Aber du nimmst doch wieder ein Feuerzeug. Es hätte doch sein können, dass du Streichhölzer nimmst. Ja, stimmt. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, warum ich wieder angefangen habe zu rauchen. Wann hast du denn wieder angefangen zu rauchen? Wie lange warst du aus dem künstlichen Koma wieder erwacht, bis dann die erste Zigarette kam? 5 Wochen. 5 Wochen. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich war noch auf der Intensivstation, das ist auch das Witzige daran. Und ich musste immer warten, dass Besuch kam, dass die mich dann mal irgendwie an die Luft fahren konnten mit einem Rollstuhl, weil ich konnte nicht laufen, weil die Muskeln halt weg waren. Ja, ja.
Und dann ging es schon. Das Lanolin jetzt. Ist klar, ja, ja, ja. Und dann ging es schon los mit der Zigarette wieder. Ja, das, weil die Raucherecke, das war so paradox. Die war direkt vor meinem Fenster. Mhm. Der Qualm, der ist immer so in das Oberlicht reingezogen. Achso, und dann hast du. Da habe ich gedacht, also so doof eigentlich, ne? Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn einem durchs Rauchen so etwas passiert ist, ne? Mhm. Wäre vielleicht der beste Grund aufzuhören. Wäre es gewesen, ja. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es dir doch einigermaßen wieder gut geht. Und es hört sich ja so an, als hättest du und hätten die Ärzte schon im Griff bei dir. Ja, das will ich hoffen. Also die sagen mir das. Ja, meine, ja, ja. Also wenn ich mir jetzt überlege, was hast du für eine Lebenserwartung? 70, 80? Wenn ich jetzt noch 40, 50 Jahre so leben müsste, das könnte ich nicht. Ja, ja. Aber du hast ja gerade auch was Wichtiges gesagt, dass es eben auch trotz allem Schmerz und Leid und Unglück eben auch ein etwas Positives daraus gibt. Nämlich, dass du vielleicht dein Leben mehr wertschätzt und auch viele kleine Eitelkeiten, die wir alle so mit uns herumtragen, ja, einfach jetzt von dir loslösen kannst und das nicht mehr wichtig für dich ist. Und das finde ich schon auch eine sehr schöne Sache. So ist das auch. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und gute Genesung weiterhin. Okay. Tschüss, Tanja. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir jetzt ab Samstag im WDR-Fernsehen auch immer zu sehen sein werden. Und wir werden samstags immer einen prominenten Gast hier haben. Ich werde einen prominenten Gast neben mir sitzen haben. Und ihr, mein Publikum, ihr habt dann die Möglichkeit, diesen prominenten Gast per Telefon zu befragen. Also ihr könnt diesen Menschen dann fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Mein erster Gast diese Woche Samstag wird Arabella Kiesbauer sein. Wenn ihr euch gerne mit Arabella Kiesbauer unterhalten wollt, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht eine Anmerkung, es kann auch etwas Kritisches sein, dann könnt ihr ab heute schon mailen. Wir sammeln die Mails und rufen dann den einen oder anderen von euch am Samstag live in der Sendung zurück. Und dann könnt ihr mit der Arabella sprechen. Die Sendung ist Samstagabend im WDR Fernsehen um 23.45 Uhr. Geht's los, also um 23:45. So, und hier geht's jetzt weiter mit Momo, ja. Momo ist 24. Hallo Momo. Hey, hallo. Oh, ein Mann. Ich hatte gerade gedacht, es wäre eine Frau. Nein, um Gottes Willen. Entschuldige. Nicht schlimm. Momo, was geht's? Ich habe ein kleines, beziehungsweise ein ganz großes Problem. Ich hatte bis vor 2 Wochen eine Freundin, mit der ich fast 4,5 Jahre zusammen war. Mhm. Ich habe sie des Öfteren betrogen. Wie oft? Sehr oft. Ja, das sagt mir noch nicht viel. 5-mal oder 20-mal? Ja, ist schon so in dem Rahmen 15, 20-mal. Mhm. Und sie hat es eigentlich fast immer gewusst und hat das auch so ein bisschen mitgekriegt, aber ausschlaggebend war, dass sie mich 2-3-mal zur Rede gestellt hat. Darf ich mal eben kurz unterbrechen? Wieso hat sie das, wie kam das, dass sie das immer mitbekommen hat? Ja, es war ganz doof. Wir waren in der Diskothek, ich war alleine da mit Freunden und hatte ziemlich viel getrunken. Und dann ist halt das eine oder das andere passiert mit irgendwelchen Frauen, die ich da neu kennengelernt hatte, und habe mich auch direkt mit denen in irgendeine Ecke verzogen. Und das hat sich herumgesprochen? Nicht herumgesprochen. Die Fotografen in der Diskothek, die waren so nett und haben dann halt so einige Bilder im Internet veröffentlicht, auf der Homepage der Seite. Gut, das ist jetzt einmal. Wie hat sie die anderen Sachen erfahren? Ja, auch durch Freunde halt, die gesagt haben, Mensch, bist du nicht mit dem Momo zusammen? Ja, warum? Hör mal, der war letztens da und hat das und das gemacht. Okay, also 4,5 Jahre zusammen, sehr oft fremdgegangen. Und sie wusste von dem Fremdgehen. Erzähl mal weiter. Ja, auf jeden Fall, vor circa 2,5 Wochen hat sie mich dann wieder zur Rede gestellt und ich hatte nicht so gute Laune, wir haben uns sehr heftig gestritten, gegenseitig angeschrien, ich habe sie beleidigt, sie hat mich beleidigt und dann ging das so weit, bis ich sie geschlagen habe. Zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal. Wie hast du sie geschlagen? Ich habe sie mit der flachen Hand geschlagen ins Gesicht, daraufhin hat sie mich zurückgeschlagen und ich habe sie gepackt am ganzen Körper und habe sie ins Regal reingeschmissen. Ins Regal reingeschmissen? Ja, ins Regal. War sie verletzt? Ja, sie hatte blaue Flecken, Kratzer. Mhm. Ich habe natürlich in dem Moment, habe ich einen Blackout gekriegt, habe direkt meine Jacke genommen und bin rausgegangen. Mhm. Und so, daraufhin hat sie endgültig Schluss gemacht? Ja, also
Ihre Freundin hat mich sofort eine Stunde später angerufen, hat mich zur Sau gemacht, was ich gemacht hätte, was ich glauben würde, wer ich bin. Und weil ich immer derjenige war, der so großkotzig darüber sprach, eine Frau sollte man nicht schlagen. Und wer Frauen schlägt, das ist das Letzte. Jetzt an der Stelle stehe ich dann da. Ja. Gab es dann nochmal ein Gespräch zwischen dir und deiner Freundin? Ich habe sie 2-3 Mal darauf noch angerufen. Besser gesagt noch öfters. Also ich wollte mich nur bei ihr entschuldigen, sagen, dass ich sie über alles liebe. Das hast du auch getan? Du hast sie entschuldigt? Nein, konnte ich nicht, weil 2-mal ihre Freundin drangegangen ist. Ah, das heißt im Klartext, du hast seitdem nicht mehr mit ihr gesprochen? Nein, also ich habe alles versucht. Ich habe ihr bis an die 70, 80 SMS geschrieben. Ja, aber es muss ja dann eine Ansage von ihr gekommen sein, es ist jetzt definitiv Schluss. Wie kam die Ansage? Ihre Freundin, die mich dann halt kurz danach anrief, sagte... Achso, die hat das ausgerichtet. Ja, die hat gesagt, also sie möchte nie wieder was mit dir zu tun haben, lass sie von jetzt an in Ruhe. So, Momo, jetzt erzählst du mir das alles mit leidender Stimme. Ja. Mit leidender Stimme, das höre ich. Und nu? Du willst sie zurückhaben? Ja, also ich würde sie schon gerne zurückhaben. Nur ich weiß auch nicht, ich bin mir da nicht... das. Jetzt erzähl mir doch mal, wenn du liebst diese Frau? Ja, ich liebe sie. Warum bist du dann so oft fremdgegangen? Ich weiß es nicht. Ach komm, ich weiß es nicht. Das weiß man immer. Warst du geil oder was? Warst du auf eine andere Frau geil oder wie? Nein, ich kann das wirklich nicht erklären. Das ist ganz blöd. Wir gehen halt mit Freunden feiern. Ich habe einen ziemlich guten Freund, mit dem ich jedes Wochenende weg bin. Der ist Solo, der ist Single und... Ja gut, du bist ein erwachsener junger Mann von 24 Jahren. Du bist ja Herr deiner selbst. Wenn du für dich entscheiden würdest, ich habe eine Freundin, ich gehe nicht fremd, dann gehst du nicht fremd. Dann läuft das ja nicht irgendwie so automatisch in der Disco, weil mein Kumpel Solo ist und dann ergibt sich das so. Es ergibt sich nicht so. Da gehören immer zwei dazu. Sprich, ja klar, selbstverständlich. Also ich habe bis jetzt niemals einer anderen Frau die Schuld gegeben für das, was ich getan habe. Das wäre noch schöner. Ja. Das wäre noch ein krasser, wenn du das machen würdest. Da bist du schon selbst schuld dran. Nein, am Anfang dachte ich immer, dass ich dafür nichts kann, weil ich immer halt viel getrunken hatte und... Keine Entschuldigung. Wirklich keine Entschuldigung. Im Nachhinein ist mir das auch klar geworden. Ja. Man ist immer selbst sein eigener Herr, ne? Und für das verantwortlich, was man macht. Und wenn es dann vielleicht ein einziges Mal aufgrund von Alkohol passiert ist, kann man auch noch irgendwie sagen, na okay, aber 15 oder 20 Mal, dann nicht mehr. Dann ist da schon ein anderer Trieb hinter. So, ja. Und jetzt ist das so eskaliert und du hast das Mädel auch noch geschlagen. Und zwar ziemlich heftig, wie sich das so anhört. Ja. Und die hat die Faxendicke im Moment. Ja, und du ballerst sie zu mit SMS. Weißt du, was du jetzt machen musst? Du musst... Und darfst überhaupt nichts machen. Du hast dich jetzt entschuldigt, mehr kann man nicht tun. Du hast 1000 Mal wahrscheinlich schon gesimst, dass du sie lieb hast. Ja. So. Jetzt wirst du schon überhaupt gar nichts mehr tun. Sollte da noch ein Fitzelchen an Interesse sein. Aber nur ein Hauch bei deiner Freundin. Und wenn sie dir noch eine Chance geben will, dann wird sie das eigeninitiativ tun. Du kannst das eh jetzt nicht befördern und du kannst keinen Druck auf sie ausüben. Ja, nichts machst du mir jetzt, gar nichts. Das Problem ist, ich habe also einen sehr guten Freund, mit dem ich nur über das darüber gesprochen habe. Ja. Und er hat genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, du Momo, hör auf, lass erstmal Zeit und alles drum und dran. Nur jetzt, um darauf überhaupt klarzukommen, dass ich sie nicht anrufe, Text oder so, fange ich schon an, mir Gras zu rauchen und alles. Ja, hör mal, du bist aber auch wirklich ein Weichei. Aber hallo, ja, nur hör mal, du erzählst mir was, ja, ich gehe raus und dann plötzlich muss ich fremd gehen. Ich weiß nicht warum. Jetzt bist du in einer Liebesproblematik, wie 1000 andere Menschen auch in Liebesproblematik sind, dann fängst du an zu jammern, oh, jetzt muss ich anfangen, Gras zu rauchen. Mein Gott, tritt dich mal ein bisschen in den Hintern. Jetzt musst du auch ein bisschen stark sein. Das dann wird deine Freunde... Ich nicht mehr wiederkriege. Dann ist es ganz schlimm so gelaufen und ich hoffe, dann würdest du gut daraus lernen, dass du mit einer anderen Frau anders umgehst das nächste Mal. Weißt du, wenn das deine Freundin mitbekommt, dass du jetzt, weiß ich jetzt, weil du es nicht aushältst, jetzt auch noch auf noch mehr rauchst als vorher, beeindruckt sie auch nicht sehr. Ich habe vorher noch gar nicht geraucht. So, dann rauchst du jetzt auch nicht weiter. Weil ja, das ist. Aber. Nee, nix aber.
Jetzt muss Glaub mir, ich kriege keinen freien Kopf. Ja, weiß ich. Da muss man durch. Jeder von uns hat solche grauenhaften Zeiten ausgehalten in Liebesgeschichten. Da muss man einfach durch. Da gibt es gar keine Lösung. Da fängt man nicht an, sich die Birne zuzurauchen oder zuzusaufen. Da darf man keinen Druck auf den anderen ausüben. Da muss man einfach still und stark sein. Und damit beeindruckst du sowieso am meisten deine Freundin. Und dann verliert sie das ganze Interesse an mir. Vielleicht. Aber das kannst du dann auch nicht aufhalten. Das kannst du auch nicht aufhalten, indem du jetzt noch eine SMS schreibst und dir den 10. Joint reinholst. Was soll ich denn dann machen? Warten. Einfach warten. So hart es ist. Warten darauf, dass sie irgendwann mit einem anderen Kerl an mir vorbeigeht. Oder, ja, wenn das passiert, dann wirst du auch das aushalten müssen. Vielleicht aber auch warten, bis sie von sich aus vielleicht in 2-3 Wochen sich bei dir meldet, per SMS oder per Anruf. Nein, aber ich kenne mich. Wenn ich sie mit einem anderen Kerl sehe, dann... Dann was? Ja, dann raste ich richtig auf. Ja, aber was soll das denn, Mumu? Da machst du doch noch mehr kaputt und du machst dich noch lächerlicher. Denkst du denn, wenn du dann ausrastest, hast du noch eine Schnitte bei dem Mädel? Null. Wenn ich sie doch schon eh ganz verloren habe. Ja. Und was soll das dann? Einfach deine Wut rauskotzen? Das ist doch keine Art und Weise. Ist doch nicht groß. Ist doch schwach. Ich finde das klein. Man muss auch verlieren können. Man muss auch mal kapieren, wenn man irgendwie, wenn es gelaufen ist. Dann muss man auch dann noch mit geradem Rücken sagen, okay, ich hab's versemmelt. Ich hab's falsch gemacht. Ich leck meine Wunden für mich alleine, aber dann ist es auch gut. Meinst du? Ja, natürlich. Auch für dich selbst. Gar nichts machen. Gar nichts machen. Auch für dich selbst, Momo. Du hast selbst für dich auch ein besseres Gefühl, wenn du hinterher denkst, ich habe das ausgehalten, ich habe das geschafft, ich habe mich nicht lächerlich gemacht. Handel jetzt so, dass du das hinterher nicht bereust, was du jetzt eventuell machen würdest. So, kein Aber. Da musst du jetzt durch, du musst jetzt stark sein. Gut, wenn du mir das sagst. Ja, wirklich. Ich kann ja mit keinem anderen darüber reden. Ich sag's dir wirklich aus voller Überzeugung. Und auch aufgrund von langjährigen eigenen persönlichen privaten Erfahrungen. Ich kann das sehr gut verstehen, was du sagst. Glaub mir nicht, dass ich das einfach wegwische. Ich empfinde das genauso nach, wie du es empfindest. Aber ich weiß, dass man dagegen angehen muss. Wir sind ein bisschen älter, wir beide. Ich hab den Kram schon 1000 Mal hinter mir. Glaubst du mir, dass es besser ist, sich so zu verhalten? Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Momo. Ciao. 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und ihr könnt auch mailen heute schon, wenn ihr am Samstag mit Arabella Kiesbauer sprechen wollt, die hier bei mir zu Gast sein wird. Also wenn ihr Fragen habt an Arabella oder Anmerkungen, kritische oder was ich was, dann mailt uns und wir sammeln die Mails und rufen euch dann gegebenenfalls am Samstag zurück. Samstag um 11:45 WDR Fernsehen. Martin, 22 Jahre alt, hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Martin, dein Thema. Es geht darum, dass mein Bruder, der gerade 18 ist, gestern einen Suizidversuch hinter sich hat. Mhm. Was hat er genau gemacht? Der hat sich versucht zu vergiften. Und zwar hat er Scheibenreiniger bzw. den Frostschutz vom Scheibenreiniger, den man fürs Auto benutzt. Getrunken? Den hat er getrunken, ja. Viel? Laut Aussage der Ärzte zu viel. Wo hat er es gemacht? Bei sich allein im Zimmer, im Keller oder wo? Bei sich allein im Zimmer. Ja. Also es ist so, dass ich zwar im Haus meiner Eltern wohne, jedoch in der eigenen Wohnung. Mhm. Und ja, der war öfter alleine oben im Zimmer, hat Musik gehört, wie auch immer. Das war eigentlich relativ normal. Mhm. Naja, nur gestern war es so, dass, ja, ich bin halt aus meiner Wohnung nach oben gegangen, so gegen 10 Uhr. Mhm. Sah bei uns vom Haus einen Notarztwagen, Rettungswagen, und zunächst konnte ich das gar nicht einordnen. Also die Notärztin, die dann wohl nachgefahren sind. Ja, wer hat ihn, mal vorab gefragt, wer hat ihn denn gefunden? Das war seine Freundin. Ach so, war er da schon bewusstlos oder? Nein, er war gar nicht bewusstlos. Er muss da irre Schmerzen gehabt haben, wenn man so ein Zeug im Magen hat. Gar nicht, komischerweise. Gar nicht? Nein. Und dann hat er das der Freundin gesagt, hier, pass auf, ich habe gerade Frostschutzmittel getrunken, oder wie? Sie hat ungefähr eine Stunde gebraucht, bis sie das aus ihm rausgekriegt hat. Und während der Stunde konnte der ganz normal reden? Ja.
Das ist ja erstaunlich. Ja. So, und dann ist er ins Krankenhaus gekommen? Ja, er wurde halt direkt ins Krankenhaus gebracht, ja. Intensivstation. Ich bin dann hinterhergefahren, ja. zusammen mit seiner Freundin. Ja. Meine Mutter ist dann halt, weil ich kleine Geschwister habe, mit meiner kleinen Schwester zu Hause geblieben. Ja. Ist er heute immer noch auf der Intensivstation im Krankenhaus? Der wird auch die nächsten paar Tage dort bleiben müssen. Wie geht es ihm gesundheitlich, körperlich? Ja, an sich, die Ärzte, beziehungsweise der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, sagt, dass es ihm relativ gut geht. Also die sind halt die ganze Zeit in Kontakt mit Berlin, Vergiftungsnotzentrale oder so ähnlich. Es geht ihm relativ gut, nur in unserem Krankenhaus konnten die halt keine genauen Befunde bis jetzt machen. Das mussten sie an die Uni Göttingen schicken, ach so. Die Blutwerte. Aber er ist da in ganz guten Händen und man ist sehr guter Hoffnung auch, dass er wieder ganz, ganz gesund wird, körperlich zumindest. Ja, das ist für mich momentan das Hauptproblem, dass der Arzt mir das nicht sagen konnte. Er meinte, aber es könnte 72 Stunden dauert es, bis man genau sagen kann, inwieweit das Herz angegriffen ist, das Gehirn, die Lunge, wie auch immer. Aber es besteht keine Lebensbedrohung im Moment. Keine akut. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Neben- oder Nachwirkungen hat, irreparabel vielleicht auch. Durchaus, ja. Warum hat er es gemacht? Das können wir uns momentan zu Hause alle nicht so erklären. Also klar, er hatte seine Probleme auf jeden Fall, das macht man ja nicht von ungefähr. Hast du eine Richtung, wo die Hauptprobleme waren? Ja, ich habe gestern Abend mit deiner Freundin noch gesprochen. Sie ist ihm wohl mal fremdgegangen vor ungefähr einem halben Jahr. Und seit der Zeit ist er wohl gar nicht mehr klargekommen. Habt ihr beide, ihr beiden Brüder, ein sehr enges Verhältnis miteinander? Leider nicht, nein. Also, das heißt, du bist nicht sein bester Freund, mit dem er alles bequatscht? Nein. Gibt es einen besten Freund, mit dem er alles beredet? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, das ist so einer, der alles in sich reinfrisst? Ja. Das ist natürlich immer schlimm. Und die engste Person seine Freundin ist. Zurzeit wohl ja. Wobei, wie gesagt, dadurch, dass sie ihm halt fremdgegangen ist, hat er hinter jedem bisschen, hat er halt vermutet, dass es sich wiederholt. Da waren noch einige Sachen, so kleine Sachen, sage ich jetzt mal, nichts Unlösbares. Du hast gerade so gesagt, leider nicht auf meine Frage, ob ihr ein gutes Verhältnis habt. Machst du dir ein bisschen Vorwürfe, dass du dich nicht genug um deinen Bruder gekümmert hast? Es klingt vielleicht makaber, aber auf keinen Fall. Weil ich es versucht habe. Ich habe, also es ist so, dass man sehr schwer an ihn rankommt. Weder meine Mutter noch ich haben die Möglichkeit, irgendwie mit ihr zu sprechen. Wir haben es mehrmals versucht, getrennt voneinander oder zusammen, wie auch immer, mit ihm vernünftig zu reden, was denn los ist. Weil er halt so einen ziemlich eigenen Lebensstil hat. Er macht dicht. Also definitiv dicht. Du hast genug ausprobiert und du sagst, ich kann nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie ich rankommen soll an ihn. Er hat mich eher noch ausgelacht. Ah ja. Wie ist das Verhältnis zum Vater? Ja, mein Vater ist beruflich viel unterwegs, den sehen wir selten. Ach so, aber ihr wohnt alle zusammen da? Die Eltern sind nicht getrennt? Nein. Wie war denn das jetzt im Krankenhaus? Er ist ja bei Bewusstsein, ne? Er ist bei Bewusstsein, ja. Hat er da irgendwas gesagt über seine Gründe? Gestern Abend war es eher so, dass er am Fluchen war, dass es nicht funktioniert hat. Er meinte, er hätte einen Plan B gehabt, wäre leider noch nicht zugekommen. Echt, das hat er gesagt im Krankenhaus, auch in eurer Anwesenheit? In meiner Anwesenheit. Deine Anwesenheit, das ist natürlich auch schlimm, ne? Auch schlimm für dich. Ganz ehrlich gesagt, heute war es so, als ich mit meiner Mutter da war, hat er uns angeguckt und meinte, was macht ihr? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wollt euer schlechtes Gewissen beruhigen. Nur, Was machen denn solche Aussagen mit dir? Das haut einen ja direkt für den Kopf. Ja, ich sehe das momentan so, dadurch, dass er halt ein Gegen- bzw. ein Medikament kriegt, das auf wie auch immer Alkoholbasis ist, direkt ins Herz gespritzt bekommt, durch einen Herzkatheter oder Region Herz. Die Ärzte haben auch gesagt, dass er momentan vielleicht ein bisschen neben der Spur ist und gut über ein Promille drin hat. Echt? Auf Alkoholbasis ein Medikament ins Herz gespritzt? Also die Ärzte meinten halt, es wäre auf jeden Fall Alkohol enthalten. Und das wird dann halt diese Gifte, die er zu sich genommen hat. Ach so.
Okay, da habe ich keine Ahnung von, mag sein. Um Gottes Willen, ich auch nicht. Mhm. Also ich kann auch nur das sagen, was ich bis jetzt mitgekriegt habe. Also ich höre schon, dass das Verhältnis eigentlich wirklich nicht dolle ist zwischen dir und deinem Bruder. Aber dennoch ist es natürlich dein Bruder. Man hat eine Bindung. Und du hast ja Angst um ihn, du machst dir Sorgen. Ja, natürlich. Mhm. Also momentan habe ich das Glück, dass ich mit dem Drumherum zu sehr beschäftigt bin. Mhm. Soweit ich weiß, in den meisten Krankenhäusern ist das ja so, wenn ein solcher Fall eingeliefert wird, wird ja ein Psychologe oder ein Psychiater hinzugezogen. Ja, das wären auch, also da habe ich momentan gar keine Ahnung, was da jetzt wirklich auf uns zukommt, auf uns alle gemeinsam, also die ganze Familie, speziell ihn. Ja. Mir wurde zwar gesagt, dass ein Psychologe dazukommt, aber... Also das wäre, fände ich, schon sehr wichtig, wenn, ich vermute ja, dass es schon eingeleitet wird, aber dass deine Mutter sich oder ihr beide zusammen oder deine Eltern sich darum kümmern, dass er zumindest jetzt, wenn er aus der Intensivstation herauskommt oder vielleicht auch schon während der Behandlungszeit in der Intensivstation, dass er eine ordentliche psychologische Betreuung bekommt im Krankenhaus und darüber hinaus danach dann auch. Das ist ja das A und O. Ja, auf jeden Fall, also... Da würde ich mich an deiner Stelle jetzt auch mal richtig hinterklemmen, vielleicht auch zusammen mit deiner Mutter, ob das da schon alles eingefädelt ist. Ja, es ist eher so, dass meine Mutter da momentan nicht so in der Lage ist. Natürlich versuche ich da irgendwie, im Moment kann ich da noch nicht so wirklich dran denken. Ich denke eher daran, dass er gesundheitlich, im Sinne von körperlich gesund. Gut, da ist er ja sowieso dann jetzt in fachkundigen Händen. Aber ich finde, dass das schon, das solltest du dann oder mit deiner Mutter zusammen auch mit den behandelnden Ärzten auf der Intensivstation besprechen, was man jetzt parallel schon machen kann, was an seelischer Betreuung da ist und an körperlicher natürlich auch. Dass beides in gut ausgewogen halt passiert und schon durchgeführt wird. Ich würde dir mal gerne mal noch meinen Psychologen geben. Der kann dir sicher da auch noch ein paar sehr kluge Ratschläge geben, wie man gerade in dieser akuten Situation sich da auch schon verhält und dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, wenn du auch mit den Ärzten sprichst. Ja. Ja, sollen wir es so machen? Ja, danke. Ich wünsche dir für deinen Bruder alles Gute und wünsche auch, dass euer Verhältnis irgendwann sich wieder etwas verbessert und einrenkt. Wir werden sehen. Ja. Du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich zurück. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Stefan ist 22. Hallo Stefan. Hallo. Hallo Stefan. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich keine Menschen leiden kann und weil sich das mittlerweile zu einem Ernstproblem für mein Leben auswächst. Weil du keinen Menschen leiden kannst? Nein, ich kann Menschen an sich als Masse nicht ausstehen. Ach, als Masse? Und das wächst sich mittlerweile zu einem ziemlichen Problem für mein Leben aus. Also eine Art Panik, wo nur so ein paar Menschen auftauchen? Nee, das ist, also es ist nicht eine Panik im Sinne von einer Phobie, also mit Angst hat es eigentlich eher weniger zu tun. Das tendiert eher in Richtung Abneigung und Hass und Verachtung. In Hass und Verachtung? Ja. Warum? Das kann ich nur teilweise wirklich begründen. Also das. Wir halten nochmal fest, damit kein Missverständnis auf. Also es handelt sich jetzt um keine Panik. Ne? Es gibt ja Menschen, die, wenn die in größeren, in der Straßenbahn oder auf Plätzen, wo sehr viele Menschen sind, dann ticken die aus, weil die das nicht ertragen können. Das ist eine Panikerkrankung. Ja, genau. Das ist es bei dir nicht. Nee, absolut kein Stück. Also mit Angstgefühlen hat das absolut überhaupt nichts zu tun. Du verachtest oder hasst Menschen, wenn du mehrere plötzlich vor dir siehst? Nee, das kann sich auch durchaus auf Einzelpersonen beziehen. Ja. Erklär's mir mal genau, was empfindest du denn dann? Es ist eigentlich vorwiegend einfach nur eine absolute Verachtung. Und das resultiert daraus, dass ich mir einfach der Tatsache bewusst bin, dass einfach der Großteil der Menschen eigentlich jetzt aufs Geistige bezogen einfach nur absolute leere Hüllen sind. In denen ist nichts, der Großteil der Menschen hat einfach als sein Ideal und als sein Ziel im Leben, jeden Tag zur Arbeit zu rennen, einen vollen Teller zu haben und sich dann vor die Glotze zu schmeißen, sich die Scheiße berieseln zu lassen. Ich verstehe, also eine ziemlich elitäre Ideologie. Du findest dich besser? Ja schon, wenn man so denkt, dann setzt man sich über die anderen ja hinweg. Ne? Man denkt ja dann, man ist selbst was Besseres und Klügeres und hat den besseren Durchblick. Ja, das geht in die Richtung. Ja. Wie alt bist du? 22. Wie lange hast du solche Gefühle schon? Sehr lang.
Also das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen. Also bis ich 16 war, hatte ich eigentlich überhaupt keine Freunde. Mhm. Und mittlerweile haben sich ein paar Leute gefunden, mit denen ich auch gut auskomme, sehr gut auskomme. Mhm. Und kommen die Leute aus einer bestimmten Szene oder sind das? Ja, das tun sie. Was für eine Szene ist das? Also größtenteils. Ich meine, es sind noch Leute außerhalb dieser Szene durchaus. Aber also. Was ist das für eine Szene? Das ist Black Metal. Wie? Black Metal. Black Metal, ah ja. Mhm. Wie lebst du? Was machst du so deinen langen Tag lang? Den ganzen Tag lang? Also momentan tue ich gar nichts, und das ist eben auch mehr oder weniger das, worin sich das Problem mal manifestiert ist. Ich bin nicht in der Lage, irgendeiner Arbeit nachzugehen, weil mich das dermaßen fertig macht. Ich habe jetzt vor kurzem eine Ausbildung gemacht, die habe ich abgebrochen, ja. Weil ich einfach in der Berufsschule das einfach absolut nicht ausgehalten habe. Da sind teilweise Leute in der Klasse, die sind weder in der Lage, einigermaßen ordentlich sich auszudrücken, geschweige denn irgendwie ein Weltbild zu entwickeln, was irgendwie... Na gut, aber du bist ja auch nicht in der Lage, zumindest eine Ausbildung durchzuziehen. Das mag in diesem Fall sicherlich eine Schwäche sein, wenn man das jetzt an diesem Maßstab misst, aber... Also ich finde es immer schon sehr schwierig, sich über andere Leute hin drüber zu stellen. Das ist schon immer ziemlich heikel, weil arrogant, weil man sich selbst dann so hoch bewertet und allzu gut bewertet. Und das finde ich schon immer schlimm. Ich finde, es ist immer besser, wenn man sich besser ein bisschen runterstuft, als wenn man sich zu hoch stuft. Weil man vereinsamt, das hast du ja selbst an deinem eigenen Leib erfahren, man ist unglücklich dabei. Verachtung ist immer... Nein, also die Vereinsamung da, also das ist immer das Schlimmste, weil ich bin ein Mensch, der sich auch durchaus gut mit sich selbst beschäftigen kann. Also ich habe jetzt auch in der Zeit, in denen ich keine Freunde hatte, habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie unter einem sozialen Mangel leide oder so. Das, mhm. Gut, aber du wirkst nur wirklich nicht wie ein Mensch, der so in sich ruht und wo man sagt, der ist harmonisch mit sich und es ist alles in Ordnung. Ne? Das sind ja alles schon mal Warnsignale. Du klingst eher verbittert, du hast von Verachtung gesprochen, von Hass und weiß ich was. Das ist alles nicht gut, wenn das Lebensbegleiter sind. Du hast gerade Black Metal gesagt, ich habe das so hingenommen. Das ist eine Musikrichtung, aber das ist doch noch mehr als eine Musikrichtung. Das ist einiges mehr als eine Musikrichtung. Sag mal so ein paar Stichworte. Folgende Einstellung, wobei ich sagen muss, dass mich jetzt nicht diese spezielle Szene zu meiner Einstellung geführt hat, sondern es war genau andersrum. Ich habe in dieser Szene gewisse Dinge und Ideale wiedergespielt gefunden, die ich vorher bereits empfunden habe. Okay, ist das was Satanistisches? Enthält satanistische Elemente, obwohl ich bin kein Satanist. Also das. Dann sag mir mal ein Ideal, was du in dieser Szene gefunden hast, was du für dich gut findest. Also was ich daran halt recht reizvoll finde, ist eine gewisse elitäre Geisteshaltung und auch eine gewisse Abgrenzung gegenüber der profanen Dummheit der Menschen. Ja, aber weißt du, wenn man schon elitär ist, dann sollte man zumindest unter Beweis stellen, dass man auch was kann und dass man was Besonderes ist. Du hast das, wie ich das gerade gehört habe, noch nicht unter Beweis gestellt. Du schimpfst nur auf die anderen und erhebst dich über die anderen. Du hast nicht mehr deine Ausbildung abgeschlossen, geschweige denn was anders gemacht. Ja gut, ich meine, wenn man jetzt den Wert eines Menschen anhand von einer beruflichen Laufbahn misst, dann magst du da durchaus recht haben. Nein, nicht nur, aber zum Beispiel kann man ja auch, ist ja schon etwas, ob jemand etwas durchziehen kann, ob er etwas zu Ende bringen kann. Das sagt ja auch schon über einen Menschen etwas aus. Ich glaube, dass Leute, die so im Beruflichen immer zu den die Sachen hinschmeißen, dass die auch im Privaten keine verlässlichen Leute sind. Das kann man absolut nicht sagen. Also ich bin eigentlich in meinem Privatleben ein Mensch, der sehr im Umgang mit allen mit Menschen, also die ich mir jetzt selber ausgesucht habe, achte ich sehr auf Verlässlichkeit. Okay. Du hast dich aber bei mir gemeldet. Und du weißt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du mich kennst, ob du diese Sendung schon ab und zu mal siehst. Gelegentlich.
ja, dass ich dann natürlich ganz anders ticke als du. Aber du meldest dich trotzdem bei mir und du erzählst mir das auch alles so in einem Ton, zwar der Überzeugung, aber auch einer gewissen Unsicherheit oder einer gewissen Unzufriedenheit. Höre ich das richtig? Ja, also soweit wie sich das auf mein Leben auswirkt, jetzt gerade im beruflichen Bereich. Und ich meine, irgendwann, oder genauso, man muss irgendwann mal sein Haus verlassen, das geht nicht anders. Und da ich momentan eben von Arbeitslosenhilfe lebe, was mich absolut überhaupt nicht glücklich macht, weil das ist einfach etwas, das wiederum geht mir sehr an die Ehre, weil ich von niemandem schmarotzen möchte eigentlich. Mhm. Andererseits ist es auch nicht das erste Mal, dass ich irgendwie mit einer Ausbildung gescheitert bin, eben einfach aus diesem Grunde. Mhm. Demnach ergibt sich ein gewisses Dilemma für mich. Ja, ich glaube, das Ganze ist natürlich wirklich darauf zurückzuführen, auf diese Grundlebenshaltung, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Nämlich, wir nennen es mal elitär. Wir nennen es einfach elitär. Mhm. Die ich im Prinzip schon für nicht richtig halte und für fatal halte. Die ist ungerecht vielen anderen. Du wirst den Menschen nicht gerecht, indem du einfach nur auf sie herabblickst. Du magst ja vielleicht in dem einen oder anderen Fall recht haben, aber du hast in vielen tausend Fällen hast du nicht recht. Und man sollte sich erstmal selbst an die Nase fassen. Und selbst sein Leben erstmal gut meistern und selbst hinkriegen. Und dann kann man immer noch weitersehen. Ich finde es immer so heikel, so schnell über andere Menschen zu urteilen. Du redest über Leute, du übst ein Urteil aus, so wie du es gerade formuliert hast, über Leute, die du gar nicht kennst, deren Hintergrund, den du nicht kennst. Du weißt gar nicht, was für Menschen das sind, was für Charaktere dahinter stecken, vielleicht was für gute Menschen das sind, die vielleicht viel, viel besser sind als manch einer deiner elitären Menschen, die du gut findest. Also es ist doch alles nicht so einfach. Ja, einfach ist auf keinen Fall, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass eben der Großteil der Menschen es also einfach auch nicht wert ist, dass man sich näher mit ihnen befasst. Das ist auch schon wieder so ein böser Satz. Die sind es nicht wert, dass man sich mit ihnen befasst. Weißt du, kein Mensch verlangt ja auch, dass du dich mit allen Leuten befasst. Gut ist nur, dass man einfach jemand anderen respektiert, so wie man selbst auch von anderen Menschen respektiert werden möchte. Das ist doch einfach der Grundleitsatz. Und wenn man nach dem lebt, finde ich, hat man schon mal ganz viel erreicht. Ja, aber das ist der Punkt. Ich kann die Menschen nicht respektieren, weil sie mich im Prinzip ja auch nicht respektieren. Ich meine, wenn du ständig Menschen ich sag's mal ganz vulgär ankotzt, wunderst du dich, dass die Menschen auf Distanz zu dir gehen? Was du anderen entgegenbringst, kriegst du vielleicht dann auch zurück, wenn man sich ordentlich verhält. Aber ich kotze keineswegs Menschen an. Es ist nicht mehr oder weniger, dass ich die ignoriere. Also ich meine, es ist nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und jedem erzähle, was er für ein dummer Penner ist. Das ist kein Fall. Aber es ist auch andersrum so, dass mir ja auch, was auch an der Szene liegen mag, in der ich mich bewege, dann doch eher Abneigung entgegengebracht wird. Zum Beispiel, ich meine, ich laufe durch die Straße, ja, die Leute glotzen mich dumm an, aber irgendwie was zu sagen traut trotzdem im Endeffekt keiner, weil mein Äußeres ihnen dann irgendwie Furcht einflößt. Ja, aber dazu trägst du auch bei, dass du willst ja auch angeguckt werden, sonst würdest du dich auch nicht so anziehen. Ich will mal folgenden Vorschlag machen, sonst verfaseln wir uns jetzt. Das ist natürlich eine philosophisch grundsätzliche Diskussion, die wir jetzt gerade hier führen, die man auch nicht so ganz schnell wegwischen kann. Ich habe dir so ein paar Sachen gesagt, was meine Lebenshaltung anbelangt, die ich dir einfach so hingelegt habe, mit der du dich spiegeln kannst. Das führt jetzt zu weit, wenn wir das noch weiter vertiefen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt hier auflegen, diese Gespräche beenden und wir dich gleich nochmal anrufen. Bist du damit einverstanden? Ja, natürlich. So machen wir das, Stefan. Bis gleich. Okay, ja, okay, tschüss. Dennis, 22 Jahre. Hallo, Dennis. Hallo, morgen. Jo, guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, vor 2 Jahren ungefähr, im November 2002, hatte mein Vater Geburtstag. Mhm. Ist dann abends, nachdem die Gäste weg waren, hat er zu meiner Schwester, mir und meiner Mutter gesagt, er geht nochmal kurz eine Runde. Mhm. Und ist halt seitdem nicht mehr aufgetaucht. Und vor circa 1,5 Monaten haben Hobbytaucher im Sauerland im Sorpesee eine Leiche gefunden. Mhm. Und dann im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass er es war. Mhm. Und
Ja, das ist mehr oder weniger mein Thema. Ist er einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Nee, also laut Obduktionsbericht war halt Fremdverschulden auszuschließen. Ist dieser See, wo man ihn gefunden hat, in eurer Nähe? Ja, so 100 Kilometer ist er weg ungefähr. Ja, das heißt, ihr vermutet, dass er dort hingegangen ist und hat sich das Leben genommen, hingefahren ist? Also mit dem Leben genommen, weiß ich nicht, egal welche Richtung ich überlegt habe, ich habe es mir halt immer, ich konnte mir nichts erklären. Mhm. Und halt dieser See, zu dem haben wir gar keine Verbindung, irgendwie weder freizeittechnisch noch urlaubstechnisch irgendwie. Mhm. Und ja, es ist halt so, dass bei uns zu Hause ein Wanderweg anfängt, mhm, und der quasi genau an diesem am Soppsee endet. Mhm. So weit, ein 100 Kilometer weiter Wanderweg? Ja, richtig. Mhm. Also wir wohnen im Ruhrgebiet und es ist halt vom Sauerländischen Gebirgsverein oder was weiß ich nicht, was so ein Wanderweg, mhm, der endet genau da. Mhm. Ja. Oder der geht da auch noch weiter, keine Ahnung, auf jeden Fall führt er da vorbei. Und zum Leben genommen halt, das ist halt die große Frage, ne? Weil ich habe in alle Richtungen überlegt, Mord, selbst. Warum erwähnst du das mit dem Wanderweg? Hat das irgendeine Überlegung? Ja, weil wir davon ausgehen, dass er daher gewandert ist. Aber durch 100 Kilometer doch nicht. Ja, Ist er denn, hatte er ein Auto? Nee. Aha. Das Auto stand zu Hause die ganze Zeit. Mhm. Ja, und Wenn jemand so ganz plötzlich weg ist, das finde ich immer ganz mysteriös und ganz seltsam, als er damals dann nicht mehr auftauchte an dem Abend und an dem nächsten Tag, was waren denn da eure ersten Überlegungen? Also ich habe noch Freunde von mir nach Hause gebracht, die am Abend auch da waren. Mhm. Und ich habe es auch gar nicht mitgekriegt, dass er losgegangen ist. Mhm. Und ich bin dann auch ins Bett gegangen, meine Mutter hat es mir noch kurz erzählt und ich habe mir ja auch nichts weiter dabei gedacht. Und dann morgens um, weiß ich nicht, 6, 7 Uhr ist meine Mutter halt zu mir reingekommen und hat gesagt, Dennis, der Papa ist immer noch nicht da. Mhm. Und dann sind wir halt direkt aufgestanden und haben halt gedacht, gut, er hatte ein bisschen was getrunken an dem Abend und keine Ahnung, haben dann gedacht, vielleicht ist er irgendwo hingefallen oder was weiß ich nicht was. Mhm. Zu welcher Jahreszeit war das eigentlich? Im November, also. Im November. War er zumindest dick angezogen? Ja, hatte was man abends so anzieht, wenn man rausgeht. Also ja, war schon so, dass er nicht jetzt gefroren hätte oder so. Wann habt ihr gedacht, jetzt ist etwas passiert? Das ist nicht mehr erklärbar. Also, nach 2, 3 Tagen halt spätestens. Eigentlich dachte ich schon direkt am Morgen, irgendwas ist passiert, von wegen, also er ist gestürzt oder angefahren worden, keine Ahnung was. Ja. Aber wenn man dann fast 2 Jahre oder so eine lange Zeit keine Nachricht erhält, was denkt man dann? Was habt ihr in der Familie gedacht? Was passiert ist? Ja, wir haben alles gedacht. Also was vor allen Dingen meine Mutter am meisten gedacht hat, war halt so irgendwie in die Richtung, der ist gefallen oder auch nicht oder ist halt plötzlich auf jeden Fall verwirrt gewesen in irgendeine Richtung. Aber wenn er fällt, dann wird er auch gefunden irgendwo. Richtig, aber dass man halt wieder aufsteht, aber Gedächtnis verloren hat oder was, irgendwie sowas in die Richtung. Und also ihr habt nicht gedacht, dass es ein Verbrechen ist, dass er ermordet worden ist oder entführt worden ist? Ja, in die Richtung hat man natürlich überlegt. Also man hat sich in jede Richtung Gedanken gemacht. Mhm. Aber für mich, ich konnte das alles für mich irgendwo ausschließen. Man hat bis zu einem gewissen Gedanken ist man gekommen. Ja. Und dann sprach aber immer irgendwas dagegen. War denn der Gedanke da, er hat sich was angetan? Ja, der war auch da. Mhm. Aber da war auch genau das Gleiche, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, so ein Mensch ist mein Vater nicht. So, jetzt sind wie gesagt, 2 Jahre vergangen und man hat ihn gefunden. Mhm. Was denkt ihr denn nun heute, was los ist? Ja, was los gewesen ist? Immer noch das Gleiche. Ihr tappt völlig im Dunkeln. Ja, man hat halt einerseits die Erlösung, dass man irgendwo hingehen kann, ja, mhm, also jetzt in dem Fall zum Friedhof und was hat. Mhm. Andererseits ist natürlich immer noch der Gedanke, warum? Gerade weil das Fremdverschulden halt auszuschließen ist. Als man die Leiche gefunden hat und man euch benachrichtigt hat, du hast gerade gesagt, du hast das Wort Erleichterung gebraucht. Kann man das so sagen, dass zumindest eine gewisse Erleichterung da war? Wir wissen jetzt, dass er tot ist und wir können ihn auch begraben. Ja, an dem Abend bestimmt nicht, aber im Nachhinein ja. Mhm. Im Nachhinein ist auf jeden Fall, weil es ist eine... Hattet ihr denn überhaupt noch gehofft, dass er vielleicht nochmal wiederkommt? Ja, immer. Also immer, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist halt allein in allen möglichen Richtungen. Einmal, dass man natürlich wen hat und so blöd sich das jetzt auch anhört, es ist auch in finanzieller Sicht eine Erleichterung, es ist
in Arbeitstechnik oder wie man es ausdrücken will, keine Ahnung, weil man halt alles weiter bezahlen muss, alles weitermachen muss, auf alles weiter achten muss. Ach so, finanziell ist das auch dann von Vorteil, in Anführungszeichen, wenn man jetzt weiß, dass was passiert ist. Ja, also dass er nicht mehr lebt. Richtig. Ja. Weil man halt, einerseits muss man natürlich, solange er vermisst wird und nichts ist, alles weiter bezahlen, Krankenversicherung, Lebensversicherung, keine Ahnung was. Und jetzt ist es halt alles soweit geregelt, ja. Wir hatten keinen Zugriff auf nichts, also auf Konten, die über meinen Vater liefen, hatten wir keinen Zugriff, da brauchten wir für jede Abfrage alleine eine richterliche Bescheid und keine Ahnung. Wie geht deine Mutter damit um? Ja, das ist mittlerweile so auch, dass sie natürlich auch ein wenig erleichtert ist, aber halt. Nach wie vor bedrückend ist dieses große Fragezeichen, warum? Richtig. Warum? Ja, vor allem war die Ehe in Ordnung? Es war alles in Ordnung. Die Familie war in Ordnung, finanziell war auch okay alles? Ja, es war alles in Ordnung. Gibt es Anhaltspunkte? Nee, gar nicht. Nein, ich meine vielleicht so irgend so, na, wahrscheinlich nicht, sonst würdest du es mir schon erzählt haben, dass er vielleicht irgendeine Form von Doppelleben geführt hat und damit nicht mehr klarkam. Nee, also gar nichts. Wir haben auch alles wirklich, was es gab, irgendwie abgecheckt. Und die Polizei hat definitiv ausgeschlossen, dass ein Fremdverschulden vorzufinden ist. Ja, richtig. Ja. Das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Einfach da zu sitzen und sagt, der Vater ist tot und wir wissen nicht, was geschehen ist. Wir wissen überhaupt gar nichts. Er hat auch nichts hinterlassen, er hat keine Andeutung gemacht, gar nichts. Gar nichts. Also wir haben auch in Geld und alles geguckt, ob er vielleicht irgendwie Geld abgehoben hat vorher oder was weiß ich nicht, wenn er sich absetzen wollte oder wie auch immer. Nichts. Und es war halt nichts. Ja. In keine Richtung, gar nichts. Das heißt, dass ihr jetzt mit diesem Geheimnis leben müsst, er hat das Geheimnis mit ins Grab genommen, richtig. Was geschehen ist und die Chance, dass das nochmal rauskommt, fast gleich null ist, ne? Ja, die ist gleich null, weil es ist ja kein Abschiedsbrief, es ist kein gar nichts und also jetzt kann man es ja auch einfach nicht mehr klären, es ist einfach. Wenn man solche Ungewissheit hinter sich hat und so viel gegrübelt hat und die Familie völlig fertig ist über so einen langen Zeitraum, wie empfindet man dann die Beerdigung? Ihr habt ihn ja dann beerdigt. Was war das für ein Gefühl für euch alle, für dich? Ja, für mich war es so, einerseits war ich tierisch sauer, weil ich halt nicht wusste, warum er das gemacht hat, aus welchem Grund auch immer und wie es abgelaufen ist, kann natürlich auch ein Unfall oder wie auch immer gewesen sein, aber der erste Gedanke natürlich für alle ist Selbstmord. Und andererseits war ich auch, wie gesagt, erleichtert und trotzdem aber auch schockiert und es sind unheimlich viele Gefühle, die da zusammenlaufen. Ich würde dann ja auch immer noch denken, vielleicht ist es doch ein Verbrechen und das ist nur so perfekt getarnt, dass selbst die Polizei das nicht rausbekommt. Ja gut, also ich denke da eher irgendwie an Unfall oder immer noch, also das ist halt so wahr. Und aber 100 Kilometer gegangen zu sein, ist ja auch Wahnsinn. Ja gut, aber mein Vater war halt Marathonläufer und keine Ahnung und alle Indizien laufen halt darauf hin, dass er dahin gelaufen ist. Ja. Hat er denn die Kleidung auch noch an, die er damals hatte? Bis auf ein paar Socken. Also war alles, also man hat auch 6 Tage nach seinem Verschwinden da halt seinen Rucksack gefunden. Oder einen Rucksack, den er sich auch später noch gekauft haben muss. Aha. Und da waren halt ein paar frische Socken drin, da waren ein paar frisch geschmierte Brötchen drin. Ach, also er hat sich sogar noch einen Rucksack irgendwo gekauft, ja, unterwegs. Richtig. Das haben wir im Nachhinein noch alles rausgefunden, wo und wie und wann. Also wir, weil die Polizei halt gesagt hat, er ist ein erwachsener Mann, da wird nicht mehr nachgefahren. Und also es war alles noch so, wie es vorher war. Dennis, ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Wärst du daran interessiert? Ja, sicher. Ja? Dann machen wir es so, wie wir es immer machen. Du legst auf und das heißt, der Peter ruft dich gleich nochmal an. Schlimme und traurige Geschichte, wo es keine Lösung gibt. Ne? Die Lösung ist nur, dass ihr für euch einen Weg findet, damit mit diesem Schock und diesem Trauma umzugehen. Umzugehen. Und das ist deshalb das Gespräch mit dem Psychologen ganz gut. Ja. Okay, dann legst du auf und wir rufen zurück. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Sarah, 18 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo. Jo. Sarah, guten Morgen. Guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, also bei mir ist das so, also ich gehe jetzt seit einer Woche anschaffen. Und seit einer Woche erst? Ja. Und das ist eigentlich erst mein ist gut, Problem, ne? Weil irgendwie kann ich das nicht. Wie kommst du darauf? Ja, also ich bin halt ein Jahr jetzt mit meinem Freund zusammen. Ja.
Und ich wusste halt auch, dass er das macht. Also, dass er ein Zuhälter ist. Mhm. Wie alt ist dein Freund? Wie alt? Ja. 25. Ja. Ja, und dann war ich halt ein Jahr mit denen zusammen und dann dachte ich mir, ja, ach, der liebt mich wirklich und so, der will das nicht von mir, weil ich war ja noch 17, ich hätte das ja nicht machen können und warum sollte der so lange mit mir zusammenbleiben? Ja, und jetzt bin ich halt 18 geworden und jetzt fing das an. Ja, mach das doch und so für mich, dann brauche ich keine anderen Mädchen mehr, dann brauche ich keine anderen Frauen mehr, ja, und ich liebe den wirklich. Und dann habe ich das jetzt halt gemacht. Quasi für ihn? Mhm. Und seit einer Woche, wie viel Kunden, wie viel Freier hattest du schon? Das weiß ich nicht. Naja, in einer Woche können es ja nicht so viele gewesen sein. Doch, das waren schon viele. 6, 7, 8, 9? Nee, mehr. Noch mehr? Das waren ja schon mindestens 10 am Tag. 10 am Tag? Ja. So viel? Ja. Auf der Straße oder in einem Club? Ja, im Puff. Im Puff. Mhm. 10 am Tag? Ja. Wie fühlst du dich dabei? Na, scheiße. Mhm. Weil, so, ich bin so ein, ich kann das nur echt mit jemandem machen, den ich liebe. Und er hat gesagt, wenn du mich liebst, dann denk nur immer daran an mich, wenn du das machst. Mhm. Und trenn das, das ist dann nur Arbeit. Mhm. Und das mache ich ja auch. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, heute hast du auch wieder ein paar... Ja. Bedienen müssen, kommst du nach Hause und fühlst dich richtig elendig. Ja. Dusch dich wahrscheinlich lange. Ja, auf jeden Fall. Und denkst mit Grauen an den nächsten Tag. Ja, dann habe ich schon richtig Angst wieder. Dann denke ich mir, oh, jetzt wird das wieder so. Mhm. So, zwar wenn man das Geld sieht, das ist echt voll schön. So, man geht nach Hause, man packt die ganze Tasche voll, nur mit Geld so. Wie viel hast du denn jetzt pro Tag ungefähr? Ja, das kommt immer so drauf an, so. Auf jeden Fall, so 600 Euro. Die darfst du denn für dich auch behalten? Nee, die Hälfte gebe ich denen ab. Ja. Pass mal auf, Sarah, das ist ja eigentlich gar keine lange Diskussion, die wir beide führen müssen. Das kannst du ja wohl denken, was ich dir jetzt sage, mit aller Klarheit. Ja, dass ich mich von denen trennen soll. Dass du dich, ja, dass er das nicht mit dir machen darf. Und wenn er dich wirklich liebt, darf er dich nicht zu so etwas drängen, was du überhaupt nicht möchtest. Und du solltest so schnell wie möglich morgen schon damit aufhören. Das darf man nicht machen. Ja, aber wenn ich damit aufhöre, dann verliere ich den. Dann verlierst du ihn. Dann verlierst du ihn. Und wenn er deshalb dich fallen lässt, dann ist er es auch nicht wert, dass du mit ihm zusammen bist. Guck mal, was er dir da antut. Du bist ein junges Mädel von 18 Jahren. Du sagst, ich kann nicht als Prostituierte arbeiten. Ich finde es ganz grauenhaft. Dann gibt es da gar keine Diskussion mehr drüber. Überhaupt keine. Keine Frau darf man dahin drängen. Es gibt Huren, die machen das als ihren Job, finde ich immer in Ordnung, wenn sie es wirklich wollen. Mhm. Aber wenn man auch nur einen Ansatz von Bedenken hat, darf man das nicht machen. Weil du trägst den Schaden davon und dir geht es hinterher schlecht. Und deine Seele hat die Narben hinterher und die Wunden. Und ich finde es auch schlimm, dass er dich dazu benutzt. Du bist seine Freundin. Eigentlich müsste er sagen... Ja, aber deshalb... Ich mache das ja deshalb, weil ich jetzt weiß, er nimmt keine andere Frau mehr. Ach, wie, er nimmt keine andere Frau mehr? Ja, weil ich jetzt weiß, jetzt hat er wirklich keine mehr. Jetzt bin ich diejenige, die das Geld bringt und er hat nichts mehr mit anderen Frauen zu tun. Ja, was meinst du, wie lange das so läuft? Dafür musst du aber dafür musst du die Beine den ganzen Tag breit machen für andere Typen. Hm. Was ist denn das für eine Liebesgrundlage? Ja, okay. Das ist doch schrecklich. Ja, stimmt schon. Also wenn ein Mann, der eine Frau liebt und er sagt, er liebt dich, dazu zwingt, dass sie das machen soll, das ist doch keine Liebe. Ja, das habe ich mir ja auch so gedacht, so in den letzten Tagen, weil ich habe da ja auch viel drüber nachgedacht und ja, so. Und so sehe ich es hundertprozentig. Und dann, der nutzt dich aus, du bist wahrscheinlich ein sehr hübsches Mädchen, du bist erst 18 Jahre alt, siehst toll aus und da kann der natürlich eine Menge Kohle mitmachen. Und wenn du so viele Kunden pro Tag noch hast, der nutzt dich volle Kanne aus, das ist ja, so. Ja, das weiß ich ja auch irgendwo. Aber was ist denn jetzt, wenn, ne, ich jetzt zum Beispiel zur Polizei gehe, ne, und irgendeine Anzeige machen würde, ne, ich kann gar nichts machen, weil die sagen dann ja Beweise, du bist da freiwillig hingegangen. Ja. Ich finde jetzt, der allererste Schritt ist auch erstmal für dich, dass du dich da rausziehst. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Indem du es nicht mehr machst. Ja, dann wird er mich dabei hinschleifen. Mhm. Mhm.
Weil der sieht jetzt, wie viel Geld ich mitbringe. Du hast Angst, ne, vor dem Ausstieg. Ja. Das kann ich auch verstehen in der Situation. Und da werden wir dir jetzt gleich noch ein paar sehr gute Ratschläge geben. Aber nicht hier auf dem Sender, sondern wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Mhm. Ja. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an. Ja. Okay, tschüss. Und das war's dann auch schon heute bei uns, ihr Lieben. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen der Technik. Kerstin Klingel, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Bochum. Die Beschäftigten im Opelwerk wollen heute entscheiden, ob sie die Arbeit wieder aufnehmen.